Bist du eigentlich schon ein Wikisaner? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ja, die Zukunft bringt so einiges uns immer näher. Wir reden von der Digitalisierung der Welt, wir reden von Chips, die wir uns implantieren können. Wir schaffen daran, einen besseren Menschen zu machen, der schnell mal kurzerhand Mandarin reden kann oder lernen kann und. Doch, was für Gefahren haben wir, wenn wir uns da mit diesem sogenannten Transhumanismus letztendlich betätigen? Sind da die Chancen größer als die Risiken? Naja, das möchte ich heute mal gerne diskutieren mit einem Umweltmediziner, mit einem Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema schon ein bisschen mehr beschäftigt hat als ich. Und ich bin ganz gespannt darauf, was er uns zu berichten hat. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. So, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, Dr. Med. Kurt Müller. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Vielen Dank, du hast mich heute zu einem Schwergewicht an Thema eingeladen mit dem Transhumanismus. Das ist eine harte Aufgabe, vielleicht für die Zuschauer auch, aber eben auch eine wichtige. Ich habe als Untertitel hingeschrieben, ein Blick in die Zukunft, und hinter der Zukunft habe ich ein Fragezeichen gemacht. Das heißt, blicken wir wirklich in die Zukunft oder schauen wir auf etwas, was schon im Gang ist? Ja, und dass es gar keine Zukunftsdenkweise mehr ist, sondern sind zumindest Teile dessen, was man andenkt, bereits längst im Gebrauch. Mhm. Gehen wir erst einmal in die Historie der Thematik zurück. Und da war dieses Buch Schöne neue Welt von Aldous Huxley 1932 war eigentlich der erste Impuls für diese Thematik. Und dieses Buch wird übrigens zu den 100 wichtigsten Büchern, die auf der Erde je geschrieben wurden. Jedenfalls bisher wird es eingereiht in seiner Bedeutung. Und Aldous Huxley projiziert sein Buch in die Zeit 2540 nach Christus. Also eine Zeit, die von jetzt ab auch noch weit vor uns liegt. Und dort entsteht eben eine schöne neue Welt. Ich halte übrigens die deutsche Übersetzung Schöne neue Welt halte ich nicht für wirklich gelungen, weil der englische Text sagt eigentlich Brave New World. Das ist auch eine gehorsame und gefügige neue Welt in dem Brave. Mhm. Dass der deutsche Titel eigentlich aus meiner Sicht zu wenig herausbringt sprachlich, denn es gehört eine Gefügigkeit dazu in dieser neuen Welt, die er in dem englischen Titel anspricht. Aber das deutsche Buch heißt eben so seit damals schon. Aber ich fand eigentlich die Übersetzung, wenn man sich den Sinn anschaut, eher ungenau. Und was passiert nun in dieser Brave New World? Was passiert da? Man versucht durch Manipulation an Föten und Embryonen Wesen zu schaffen, die bestimmte Eigenschaften haben. Und man indoktriniert Kinder auf bestimmte Ziele, die sie als Erwachsene dann erfüllen sollen, hin. Und man schafft dabei aber gleichzeitig gezielt Menschen unterschiedlicher Kasten mit unterschiedlichen Eignungen, die dann hierarchisch gegliedert sind und dadurch eben auch Vor- oder Nachteile in dieser braven neuen Welt eben haben sollen. Und das projiziert er eben auf das Jahr 2540, dass wir bis dahin soweit sein würden. Wie bei vielen solchen futuristischen Büchern ist es hinterher so gewesen, dass die Wirklichkeit viel, viel schneller eintrat, als es in den Büchern prognostiziert war. Wenn wir Orwell nehmen, als wir das damals gelesen haben, haben wir gedacht, diese Welt ist weit weg. Enterprise auch. Ja, und nichts ist der Fall. Das heißt, die Wirklichkeit überholt die Prognose dessen, was man teilweise für unmöglich hielt oder für weit in der Ferne liegen. Das ist hier eben auch so der Fall. Mhm. Und nun werden wir uns ein bisschen um die Definition des Transhumanismus erstmal kümmern müssen.
Es handelt sich um eine Denkrichtung. Das ist wichtig, das zu verstehen. Nicht, dass das etwas Bewiesenes ist, sondern es ist etwas Angedachtes, was dort verfolgt wird, die davon ausgeht, dass die nächste Entwicklungsstufe der Menschen nur durch die Verbindung der Menschen mit technologischen Möglichkeiten erreicht wird. Das heißt, wenn wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, geht das nur, indem wir uns mit Technik praktisch verknüpfen und verbinden lassen. Diese werden die physischen, psychischen und intellektuellen Möglichkeiten der Menschen erheblich steigern. Das ist der Denkansatz derer, die sich damit beschäftigen. Worum handelt es sich bei diesem Ganzen? Ist es tatsächlich eine Wissenschaft? Ist es Scientismus? Beim Scientismus müssen wir lange zurückgehen, gehen an den zu dem Franzosen Felix de Dante, der schon im 19. Jahrhundert sagte: Alles, was wir an Problemen haben, können wir über wissenschaftliches Herangehen lösen. Man spricht bei dem aber, weil es eigentlich der Realität nicht entspricht, von einem Scientismus. Es hat diese Gleichsetzung von Wissenschaft und Erkenntnis Habermas sehr stark kritisiert. Und er sagt, Wissenschaft ist eine Form des Erkenntnisgewinns. Ich halte das für sehr wichtig, was Habermas da sagt. Das heißt, Erkenntnis setzt sich aus vielen Möglichkeiten zusammen. Das ist gerade wichtig in der heutigen Zeit, wo wir scheinbar nur noch aus einer Quelle Erkenntnis bekommen und die auch noch autokratisch dargeboten bekommen. Das heißt, entweder man macht mit bei dieser Erkenntnis oder man ist außen vor. Mhm. Und so einfach geht das nicht mit der Erkenntnis. Erkenntnis ist immer ein komplexer Prozess vieler Informationen, die abgewogen werden müssen. Ist der Transhumanismus eine Religion? Er hat jedenfalls religiöse Züge, denn die, die es vertreten, vertreten es wie eifernde Gläubige, die an einen Zusammenhang glauben. Ist es sektenartig? Ich sage ja, die Strukturen, die es vertreten, haben sektenartig organisierten Charakter. Was ist das Problem? Sie liefern überhaupt nur Antworten. Sie stellen keine Fragen. Sie glauben, auf alles, was existiert, hat man Antworten, ohne Fragen stellen zu müssen und die erörtern zu müssen. Das heißt, wir befinden uns in dem Umgang mit der Thematik in einem sehr wachsweichen Feld unklarer Zugehörigkeiten, Zuordnungen und wo, wie wir später noch sehen werden, bestimmte Machtstrukturen einfach eine große Rolle spielen. Was sind die Werkzeuge des Transhumanismus? Und wir bezeichnen sie zusammenfassend als die Green-Technologie. Dazu gehört die Genetik, die Robotik, die Informationstechnologie einschließlich der künstlichen Intelligenz und die Nanotechnologie. Es gibt bestimmte Vertreter, die das besonders einbringen. Dazu kommen wir gleich. Aber wenn wir die Genetik herausnehmen, sehen wir, dass die Hoffnung, das über Genetik steuern zu können, schon heute als obsolet angesehen werden muss. Wir hatten bei der Entschlüsselung des Genoms der Menschen die Hoffnung, dass wir künftig alle durch Genetik bedingten Probleme lösen können. Und so erweist sich als falsch. Es ist alles zu komplex, als dass wir es mit so einfachen Schritten tatsächlich lösen können. Mhm. Wir sind nicht mal in der Lage, Krankheiten, die eindeutig genetisch zugeordnet werden können, was gar nicht so viele sind. Die meisten Krankheiten, die genetisch beeinflusst sind, haben eine Fülle von Einflüssen, bei denen die Genetik ein Teil der Einflüsse ist oder wo genetische Kombinationen eine Rolle spielen. Die Krankheiten, die einem Gen zugeordnet werden können, sind, soweit ich es weiß, etwa liegen bei 80 Krankheiten weltweit. Es sind also nicht viele. Ja, ja. Man sollte meinen, dass man eben aber bei diesen 80 hingeht, ein Gen repariert und schon ist es getan. Bisher gelingt das eben alles gar nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Umso mehr muss man Zweifel haben, dass es gelingen sollte,
die Genetik so zu regeln, dass komplexe Ziele realisiert werden können durch genetische Steuerung und gezielte Eingriffe. Ja, und das ist eine Illusion, aber eine Illusion, die man auch braucht, um das Konzept vertreten zu wollen. Dann kommt die Robotik, da will ich nicht zu viel jetzt sagen, das gucken wir uns nachher noch gezielt an, und auch die Informationstechnologie. Und das ist die Robotik. Sie beschäftigt sich mit Entwurf, Gestaltung, Steuerung und Betrieb von Robotern. Was sind humanoide Roboter? Das sind wiederum spezielle. Gut, wir haben ja nichts gegen den Industrieroboter, der eine Karosserie so hinbiegt, wie wir es eben haben wollen, dass wir nicht mehr Arbeiter brauchen, die das mit dem Hammer machen und herumspenglern. Nein, da macht das natürlich einen Sinn. Jetzt kommt aber schon der Einsatz von Robotern beim Menschen. Und da gibt es natürlich auch sehr sinnvollen Gebrauch, indem wir Körperteile ersetzen, bis hin zur Haut können wir das machen und können das über Roboter eben steuern. Das ist für schwer Verletzte, die ein Bein verloren haben, sind das denkbare Dinge. Es ist auch vielleicht wichtig für Menschen, die alleine leben, sich nicht mehr so gut versorgen können, dass die bestimmte Dinge her transportieren können. Da sind wir noch in dem Bereich, wo das Ganze versteht. Aber wir kommen dann in den zweiten Bereich, nämlich den der Entwicklung von Gestik, Mimik und Sprache. Und ich weiß nicht, wer von den Zusehern von der Buchmesse in Leipzig ein Interview gesehen hat mit einem solchen Roboter mit KI. Das, was der an Antworten gab auf Fragen, die Besucher ihm stellten, war schon erstaunlich. Es war erstaunlich in Mimik, es war erstaunlich im Sprachgebrauch und es war erstaunlich auch in der Flexibilität der Antworten zur gestellten Frage. Das zeigt, dass wir nicht über Dinge reden, die erst kommen werden, sondern dass wir Dinge sind, die schon marktfertig sind im Gebrauch. Und wir wissen, dass wir gerade darüber diskutieren, was machen wir künftig mit wissenschaftlichen Arbeiten, die keiner mehr geschrieben hat, sondern einer geschrieben hat, der ein Gerät mit KI besitzt und ihm den Auftrag gegeben hat. Auch da wird bereits ein geschriebenes erstaunliches Niveau erreicht. Das stellt uns vorher neue Herausforderungen. Das heißt, wie bewerten wir solche Arbeiten, hinter denen kein menschlicher Geist originär steht? Steckt schon einer dahinter bei der Eingabe der Programme? Da steckt schon menschlicher Geist dabei. Aber, und das werden wir gleich später ja noch sehen, es soll ja auch Eigenständigkeit erzeugt werden. Das heißt, dieser Roboter, der jetzt überlegt, der soll irgendwann mir sagen, wo es lang geht und nicht das benutzen, was ich ihm eingebe. Also es soll eine Wechselwirkung entstehen und da liegt natürlich auch das Risiko drin. Dann werfen wir einen Blick auf die künstliche Intelligenz. Es handelt sich um ein Teilgebiet der Informatik, das sich damit befasst, wie diese menschliches Verhalten nachahmen können. Da haben wir einmal die reaktiven Maschinen. Wir haben die Sprachkapazität, das hatte ich eben schon angesprochen. Wir haben dann aber, und da geht es jetzt eine ganze Stufe höher, die Theorie des Geistes und die der Geisteshaltung. Und dann das Problem der Selbstwahrnehmung. Und hier kommen wir in einen Wechselbereich, wo die Grenzen zwischen Mensch und Maschine anfangen zu fließen. Und das ist das, was man ja letztendlich oft in der Bewegung des Transhumanismus anstrebt. Das heißt, man will nicht mehr die Isolation zwischen Maschine und Mensch, sondern man will die Interaktion und eben dadurch eben die Verbesserung hinbekommen. Die Selbstoptimierung ist ein ganz, ganz wesentliches Ziel. Und gerade auf der Fahrt heute hierher gab es eine wichtige Nachricht aus den USA über das Ausmaß des Drogengebrauchs in den USA. Und da ist natürlich dieser permanente Zwang zur Selbstoptimierung, dieser Druck ist natürlich ein Thema,
das dabei gesehen werden muss. Wenn wir permanent uns zu verbessern haben, permanent Selbstoptimierung zu betreiben haben, geraten wir unter einen permanenten Druck. Die ganzen Coaches in den USA verkünden ja nur das Wohl der Selbstoptimierung, als ob Glück nur über permanente Selbstoptimierung zu sehen ist. Hahn, ein Philosoph, sagt, wir brauchen zur Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und Qualität auch das Scheitern, auch die Fehler, auch die Erkenntnis, dass Dinge nicht gehen. Immer nur auf einer Geraden nach oben immer besser werden zu wollen, führt uns in einen einseitigen Bereich hin. Mhm. Es geht dann aber nicht nur um die Selbstoptimierung, sondern Verbesserung. Was ist Verbesserung? Ich nehme ein Automobil. Optimierung des Automobils ist, ich pflege alles, es wird Öl gut nachgefüllt, es wird getankt, es wird gut geputzt. Ein solches Auto ist optimaler als ein vergammeltes, wo ich das nicht tue. Das entspricht der Selbstoptimierung. Wenn ich aber einen Chip kaufe und ihn in die Motorsteuerung rein tue und der Motor jetzt ganz anderes leistet, dann ist das Verbesserung. Mhm. Das hat mit dem ursprünglichen Fahrzeug nichts mehr zu tun. Also die Verbesserung ist nicht mehr das Ausschöpfen dessen, was originär in der Person drinsteckt, sondern die Verbesserung ist ein Ändern. Das heißt, ich beginne einzugreifen in dieses Wesen Mensch und denke, dass Verbessern in einer einzelnen Leistung immer auch ein Verbessern des Gesamten ist. Da will ich nochmal auf die Evolution zurückgehen. Evolutionär haben sich immer Dinge nur dann durchgesetzt, wenn sie nicht nur eine Teilleistung verbessert haben, sondern ein evolutionärer Schritt musste eine Verbesserung fürs Gesamtsystem sein. Wenn es das nicht war, hat es sich evolutionär nicht behaupten können. Wir tun hier das Gegenteil. Wir versuchen über Einzelschritt Verbesserung eine Gesamtverbesserung machen. Dabei schaffen wir dadurch Ungleichgewichte in dem System und Einseitigkeiten. Es ist die Frage, ob dabei nicht Einseitigkeiten gewollt werden. Ein angedachtes Problem ist das, was man Organ Harvesting bezeichnet. Was heißt das? Wir ernten Organe. Mhm. Das heißt, du lässt einen Klon von dir herstellen. Mhm. Du lässt einen Klon von dir herstellen, den lässt man auch gedeihen. Als Ersatzmaterial. Ja. Als Ersatzmaterial. Deine Niere ist auf einmal schlecht und du bräuchtest eine neue. Und solltest an die Dialyse, an die neue, kommst du nicht so schnell, weil so und so viele schon drauf warten. Nein. Du hast dein eigenes Reservoir, auf das greifst du zurück, dem nimmt man die Niere raus und du kriegst deine eigene Niere. Das ist also angedacht auch in diesem System. Ganz zu Beginn ist eben auch die Verknüpfung von Tier und Mensch für solche Zwecke angedacht worden, obwohl es eben auch ein Bestandsschutz für die Menschheit insgesamt gibt. Also einen Gattungsschutz gibt es nicht nur in den Regelungen der einzelnen Staaten einen Schutz des Individuums, sondern es gibt auch einen Gattungsbestandsschutz. Und da müssen wir aufpassen, was hier eben passiert. Am Ende Verschmelzung von Bewusstsein und Maschine. Und wenn es dann richtig gut gelungen ist, dann kommt es zur Dominanz der Maschine, weil sie besser ist als das, was der Mensch vorher war. Was mir großes Kopfzerbrechen macht, ist, dass für solche Strömungen das Gesundheitssystem der wichtigste strategische Partner eines hochaggressiven Neoliberalismus geworden ist. Das heißt, es hat sich erwiesen, dass die Steuerung der Gesellschaft über Gesundheitsfragen besser geht als über ökonomische Fragen. Mhm. Bei ökonomischen Fragen findet ein zu hohes Dissoziieren statt. Genau. Wenn ich aber in Gesundheitsfragen die Thematik verknüpfen kann mit Angst, mit Sorge, ja. Notfallzulassung und weiß dann Gott was. Setze ich Dinge einfach leichter durch. Ich bekomme leichter Zustimmung. Also wenn wir nicht aufpassen, wir Ärzte besonders, werden wir zu wesentlichen Playern für ein strategisches Ziel.
Und gerade wir sind gehalten, kritisch über das nachzudenken, unsere Rolle sehr genau zu analysieren und uns auch darüber abzustimmen, wie wir damit umgehen wollen. So einfach, wie wir es zurückliegend in den letzten Jahren gemacht haben, kann das nicht weitergehen. Und wir müssen uns inhaltlichen Fragen stellen und nicht nur praktischen, wie piekse ich an welcher Stelle wo hinein, sondern wir müssen den Auftrag sehen, die Aufgabe sehen, die Konsequenzen erläutern. Wir müssen wieder anfangen, analytisch zu denken und eine wissenschaftliche Haltung zu bekommen. Der Gehorsam ist nicht dienlich in der Wissenschaft. Wir müssen in der Wissenschaft zweifeln, wir müssen Kritik anwenden, wir müssen das miteinander diskutieren, und zwar offen und für die Gesellschaft transparent. Wir sind auf dem Weg, uns weit davon weg zu entfernen. Und wenn wir das nicht anders anpacken, werden wir als willkommene Player in diesen Tendenzen des Transhumanismus anschauen, zu entwickeln. Was sagt der Philosoph Bu-Jung Chu Han zu der Thematik Selbstoptimierung? Man muss nun wissen, wer ist das? Es ist ein Koreaner, ja, der Metallurgie in Korea studiert hat. Und auf einmal kommt dieser Metallurgie studierende Koreaner auf die Idee, nach Deutschland auszuwandern, um in Deutschland Philosophie zu studieren, Theologie und ein drittes Germanistik zu studieren und beginnt Bücher zu schreiben in einer Sprachqualität, die nur wenige Deutsche hinzubekommen, ist ein scharf analytisch denkender Mensch. Und ich habe ihn bisher nicht persönlich getroffen. Also wenn ich einen Menschen persönlich kennenlernen wollte, dann diesen. Ich habe ihn eingeladen, aber er hat noch nicht zugesagt. Geantwortet, schön. Da wäre ich gerne auch hier, wenn er kommt. Ja, weil er uns eigentlich vormacht, was mal unsere geistige Kapazität in diesem Land war, wie wir analytisch gedacht haben, wie wir unsere Sprache, unsere wunderbare Sprache gebraucht haben, die verkümmert, und wie er uns als Koreaner den Spiegel uns Deutschen vorhält, was wir gerade alles aufgeben und was wir verlieren. Ich habe höchsten Respekt vor seinem Mut, vor seiner Sprachgewalt, vor seiner intellektuellen Qualität, und ich werde nachher noch am Ende auf ein Buch verweisen. Zur Selbstoptimierung sagt er, dass es eine neoliberale Selbsttechnik ist und nichts anderes als eine Form von Herrschaft und Ausbeutung. Das ist so wichtig, dieser Satz, dass wir uns darüber im Klaren sind und dass wir uns deutlich werden müssen darüber, wie sehr wir dabei mitmachen. Der Transhumanismus wird eine Herrschaftsform sein, das muss man klar sagen. Und wir müssen uns entscheiden, spielen wir damit? Sind wir Knechte in diesem System? Oder sind wir diejenigen, die andere Formen menschliches Lebens andenken wollen und sich damit auseinandersetzen wollen? Das neoliberale Leistungssubjekt ist Unternehmer seiner selbst. Das ist auch eine wichtige Aussage. Und beutet sich freiwillig und leidenschaftlich aus. Er sagt, wir brauchen nicht mehr die Unterdrückung, sondern wir belohnen das Mitmachen und machen uns zu Kollaborateuren, weil wir eben mitmachen und uns dabei aber einbringen und auch selbst ausbeuten. Ein ganz wichtiger Gedanke. Da kommt gerade die Bratwurst in den Sinn, Belohnungsprinzip, wo wir jetzt doch auch in den letzten 2-3 Jahren gelebt haben und umgesetzt haben, oder? Das war das bereits. Ich ordne es nicht pointiert zu. Wer überlegt und nachdenkt, wird wissen, wo bereits was geschieht. Und dass das nicht Vorhersagen sind, die kommen, sondern es läuft bereits ab und es wird strategisch schon genutzt. Die neoliberale Machttechnik bemächtigt sich nicht des Individuums, sondern sorgt dafür, dass Selbstoptimierung, Unterwerfung und Ausbeutung als Freiheit empfunden werden. Natürlich. Ja? Genau. Und so liefern wir Waffen, um Menschenleben zu retten. Ja, und wir machen bei allen Möglichen mit, weil wir uns schon wohlfühlen, dadurch, dass wir mitmachen und dafür auch noch belohnt werden. Wir haben die Anwendung gesehen in Brave New World, bei Kindern, schon bei den Föten, Embryonen und bei den Kindern. Tatsächlich ist das, was dort steht, ja schon ganz früh dann auch gebraucht worden,
Hitler hatte diesen Zugang der Prägung der Jugend und der Kinder schon genutzt. Mhm. Mao Zedong dann später nach dem Krieg hat es genutzt. In Russland wird es genutzt. Wir haben jetzt den Einfluss auf die Kinder in den Impfprozessen genutzt. Ihr müsst die Oma retten, wenn ihr euch impfen lasst. Ihr habt eine Pflicht gegenüber der alten Generation. Wir haben indoktriniert mit Aussagen, die wissenschaftlich gar nicht zu halten sind. Das heißt, dieses Einflussnehmen auf die Gedankenwelt der Kinder findet ja längst statt. Und dieser österreichische Robotikprofessor hat eben dieses Buch Mind Children geschrieben. Und das Handy ist natürlich ein optimales Instrument, um an die Kinder ganz früh heranzukommen. Also diese Gedankenwelt ist bereits existent und nichts, was kommen will. Ich habe einige jetzt der wichtigen Personen aus dieser Geschichte dargestellt. Und das ist Gregory Stock, der in wichtigen Funktionen in den USA drin war und der eben in dem Projekt Human Germ Life Engineering mitgewirkt hat. Also es ging darum, um das genetische Engineering, das genetische Ingenieurtum. Wie basteln wir genetisch Dinge zusammen? Da spielt er eine entscheidende Rolle. Und eben auch in dem Projekt Human Enhancement, also in dem, was wir am Anfang als Stufe 1 des Eingriffs dargestellt haben, ist er eine ganz wichtige gestaltende Person. Diese Dinge sind eben bereits im Gang. Und dann die bedeutende Rolle von Harari, der eben intellektuell das Ganze durchdenkt und ein wesentlicher Wegbereiter ist und auch in Davos bei diesen Treffen immer dabei ist. Und ich bin ja der Meinung, dass diejenigen, die solche Dinge andenken, auch ein ganz besonderes Persönlichkeitsprofil haben. Ich habe mich mit Persönlichkeitsprofilen auch bei den Patienten sehr beschäftigt. Wer tendiert, weshalb, in welche Richtung und wie denkt er, wieso, weshalb? Und das ist oft nicht allein ein Produkt eines Denkens, sondern es ist ein Produkt einer bestimmten Haltung, die generell da ist. Und man braucht, um sowas zu denken, eine gewisse Distanz zum Menschen. Sonst denkt man nicht in diese Bereiche hinein, weil man selbst eine Barriere sich aufbaut, dorthin zu denken. Mhm. Und er sagt hier in einem Satz, die Autorität und Macht wird vom Menschen immer mehr zum Computer übergehen. Und weil das so ist, sagt er, was machen wir dann in diesem zweiten Satz später mit den überflüssigen Menschen? Und das ist ein Thema, das ich seit langem anspreche, dass ich sage, wir brauchen neue Ordnungen innerhalb der Gesellschaften. Wir haben eine Überbevölkerung der Welt und wir werden immer weniger werktätige Menschen brauchen. Das heißt, wir müssen über Gesellschaften nachdenken und welche Lösungen haben wir. Wollen wir als Lösung nehmen, dass wir systematisch die Menschenmassen reduzieren? Gibt es humanitärere Ansätze, das zu verwirklichen? Wir diskutieren als Gesellschaft gar nicht mit. Wir überlassen das Denken anderen. Und wir sind eben das, was wir vorhin angesprochen haben, Spielball in dem Geschehen. Und ich denke, da ist mehr Tiefgang erforderlich und auch gegenläufige Positionierung. Ja. Und nicht nur zur Kenntnis nehmen, was dann eben dort geschieht. Wie stellt sich die Kirche dazu? Und da ist man dann ganz überrascht, wenn man sieht, was der Papst dazu gesagt hat. Und ich habe es sinngemäß wiedergegeben. Er sagte, man könne nicht ständig gegen alles Neue sein im Zusammenhang mit Transhumanismus. Das sagt ein Papst. Das ist der gleiche Papst, der sich sehr sträubt, dem Neuen, der Gleichstellung der Frau in der Kirche vehement entgegengesetzt. Das ist ihm dann doch zu neu. Das ist ihm so neu, dass er es verweigert. Während beim Transhumanismus hat er keine Bedenken, dass man sich dagegen stellt. Wenn man will, dass eine Gleichstellung der Kirchen und eine Kooperation der Kirchen mehr stattfindet, dass Laien mehr im Kirchengeschehen mitreden, das alles geht nicht und ist undenkbar. Aber der Transhumanismus, da darf man sich nicht bockig stellen. Da muss man dann schon auch modern sein
und dem Transhumanismus auch ein bisschen die Türe öffnen. Da erschreckt man dann und gar. Ja, ja, das ist Sarkasmus pur jetzt. Gell? Was mir fehlt, ist irgendwo der ganze Ansatz Ethik und Moral. Wo sind die Leute, die sagen, bis hierhin und nicht weiter? Ja. Für die, die bereit sind, so zu denken, habe ich die Schlussfolie jetzt gemacht, die jetzt kommt zu unserem Thema. Und das ist das Buch von Hahn, Psychopolitik, Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Ich bin vielleicht vor einem Dreivierteljahr auf das Buch gestoßen und dachte mir, er hat aber schnell geschrieben, dass er dieses Buch nach den vergangenen 2 Jahren jetzt schon auf dem Markt hat, mit solchen spannenden Themen. Und dann schaute ich nach und stellte ganz erschrocken fest, die erste Publikation war schon 2014. Also er schreibt schon damals, weist er auf das hin, was jetzt gekommen ist. Er seziert es, er seziert die Mechanismen. Und ich empfehle es für alle, die es nicht verlernt haben zu lesen, die sich nicht scheuen, mit gründlicher Information eine eigene Meinung zu bilden und die es interessiert, warum wir nicht besser sind, als wir es sind. Und ich denke, wenn man das Buch liest, und da ist eben Lesen besser als Talkshow sehen, wird man anfangen müssen nachzudenken. Man wird sich diesen Fragen, die vor uns liegen, auch konstruktiv stellen können. Man wird aber auch Inhalte finden, argumentieren zu können. Wir müssen wieder Diskussionen wiederfinden. Wir müssen wieder Selbstbewusstsein haben, uns zu äußern. Wir dürfen das nicht alles abgeben. Und wir haben keine Presse mehr, die vielfältig uns informiert. Wir müssen uns selber informieren und müssen sehen, dass wir uns breiter aufstellen, wie das früher auch war und wie ich es im Gymnasium ja einfach mal gelernt hatte und wie es gehalten war, dass man im Leben das auch so gebraucht. Ich tue nichts, was ich im Gymnasium nicht gelernt habe. Und da gehört es dazu, sich auch zu verweigern und nicht mitzumachen. Das Verweigern und nicht mitmachen ist ein Teil intellektueller Kultur und nicht ein Teil eines Zuwiderhandelns gegen Machtströmung. Wow, das war ein Schlussplädoyer. Super, danke ganz herzlich, lieber Dr. Med. Kurt Müller, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und insbesondere dieser letzte Satz, den sollten wir uns wirklich mit ins Bett nehmen und noch ein bisschen darüber nachdenken, was er da damit auch gemeint hat. Und in diesem Sinne, danke ganz herzlich fürs Zusehen. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.